herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das 90 BPM Bundle von Nidanib. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 90 BPM von Nidanib, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Das Bundle besteht ganz schlicht aus der EP, also aus der CD und einem Shirt. So, nachdem das Shirt hier noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal hier befreien. Weg damit. Und dann starten wir wie immer mit der EP an sich. So sieht das aus im regulären Jewel Case. Hier oben lesen wir einmal Nidanib 90 BPM. Es ist der Titel der EP. 90 BPM, wieso? Also BPM ist die Abkürzung für Beats per Minute, also auf Deutsch so viel wie Schläge pro Minute, und es ist eine Einheit für das Tempo eines Musikstücks. Bedeutet 90 BPM, 90 Schläge pro Minute ist etwas langsamer. Man kann sagen, Rap oder generell so Hip-Hop-Musik bewegt sich so zwischen 60 und 110 BPM. Und andere Musikgenres, viele sind dann etwas schneller oder auch langsamer, je nachdem. Aber 90 BPM ist so ziemlich klassische Rap-Musik, Rap-Tempo. So, dann haben wir hier einmal an der Seite auch wieder 90 BPM, Nidanib 90 BPM. Und der gute Mann sitzt hier scheinbar auf einem Autodach mit den beiden Füßen hier im Fenster. Es dürfte wohl sein Peugeot sein, dazu kommen wir dann noch. Und im Hintergrund haben wir dann noch einen hohen Wohnblock. Gut, auf der Seite lesen wir auch wieder Nidanib 90 BPM. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 7 Stück an der Zahl. Und auf diesen 7 Tracks hier der besprochene Peugeot 206. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hier um eben diesen handeln wird. Und wir haben hier auf den 7 Tracks 3 Features verteilt. Wir haben hier auf Track 1 ein Feature von Mighty Mo und dann auf Track 7 ein Feature von Banks und Said. Credits haben wir darunter. Dann schauen wir mal hinein. Also, Booklet. Wir haben hier so einen kleinen Einleger. Einmal hier mit Nidanib wieder im Auto oder auf dem Auto sitzend. Dann haben wir hier: Die Leute fragen, wann ich endlich wieder Battles mache, aber Battlen zahlt mir leider nicht die Rentenkasse. Und solange ich nicht in Cash schwimme wie Donald Trump, battle ich leider wohl erstmal nur gegen meinen Kontostand. Ja, eine bezeichnende Line. Dann haben wir hier auch wieder den 90 BPM Aufdruck, dieses Logo. Und dann lesen wir hier dann noch die Beteiligten des Albums. Also wer hat gemixt, wer hat gemastert, etc. etc. Auf der Rückseite sehen wir das, also eventuell auch als Wendecover verwendbar hier, diese Rückseite. Die EP sieht dann so aus. Wir haben hier so eine Autofelge, beziehungsweise besser gesagt eine Radkappe. Die dürfte wohl auch von seinem Peugeot sein. So sieht das aus. Und auch auf der Rückseite kommt diese Radkappe zum Vorschein. Jawohl, als zweiten Bundle-Inhalt haben wir dann ein Shirt dabei. Dieses ist in weiß und schwarz gehalten. Und auch hier lesen wir wieder 90 BPM. Was es zu dem Shirt zu sagen gibt, es gab dieses auch in schwarz und weiß. Also genau farblich umgekehrt. Ich habe mich in diesem Fall für das weiße Shirt entschieden. Auf der Rückseite haben wir nichts, keinen Neckprint. Und wir haben es zu tun mit einem Souls Regent in der Größe M, und das Ganze ist, wo haben wir es, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Gut, das Shirt in M, das habe ich so gewählt. Es gab verschiedene Größen zur Auswahl, also ich glaube von S bis XL konntet ihr dieses Shirt frei wählen. Ich habe mich in dem Fall eben für M entschieden. Ansonsten, ja, die Größe ist natürlich dann euch überlassen. Jo, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, weiß-schwarz oder schwarz-weiß.
und Größe von S bis XL frei wählbar. Und natürlich die EP an sich 90 BPM mit 7 Tracks und 3 Features. Das alles in diesem wunderbaren Bundle 90 BPM von Niedernip. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Niedernip unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.